Hallo, ich bin Tatjana von Natürlich Mama und heute machen wir aus wenigen Zutaten eine Handseife, Duschseife und Shampoo. Und ihr könnt es individualisieren, wie ihr wollt. Und damit ihr einfach wisst, wie man es macht, oder zeige ich euch eine Version, die ich mache. Und zwar braucht ihr dafür einen Schaumspender. Das ist einfach ein Seifenspender, der aus Seife und Wasser Schaum macht. Das kennt man vielleicht aus den ganzen öffentlichen Toiletten, wenn man diese Schaumseifen hat. Dadurch spart man sich auch Seife, weil man es ja mit Wasser verdünnt. Und ich mache es, also ich habe so einen kleinen Trick, beziehungsweise ich nenne es Pimp My Seife und mache daraus ein bisschen etwas Spezielleres, also individualisiert für mich. Und dafür braucht ihr erst einmal eine gute, flüssige Seife. Und es ist verdammt schwer, habe ich herausgefunden, eine wirklich gute Seife, flüssige Seife zu finden, wo kein Schrott drin ist. Ich weiß nicht, was die Hersteller in ihrem Kopf haben, aber da ist so viel Zeug drin, wo man doch einfach Seife mit verschiedenen Ölen und Natronlauge herstellen kann. Und für flüssige Seife braucht man noch irgendetwas, ich glaube Sodium, Potassium oder sowas ähnliches heißt das. Vollkommen okay, das braucht man, damit man überhaupt die Konsistenz bekommt und die Seife. Aber ja, es ist so viel Zeug in den ganzen anderen Seifen drin. Und die hier von Sonette, die hat zwar schon Lavendel drinnen, aber das ist jetzt die beste, die ich gefunden habe. Ansonsten immer noch Dr. Bronner, das ist eine amerikanische Seife, glaube ich, oder Seifenhersteller. Aber es ist schon ein bisschen teuer zu kaufen, finde ich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Milliliter, aber es waren 19 Euro. Und dann denke ich mir, so viel für eine Seife? Ah, ich weiß nicht. Und ich habe auch die selbstgemachte flüssige Kernseife ausprobiert. Jedoch hat die nicht mehr genug Schaumkraft. Also ihr bekommt dann auch Seife raus, aber es ist dann halt nicht wirklich Schaum. Und wir wollen wirklich Schaum haben, weil es sich einfach schön anfühlt. Also und hier, das ist die Seife. Inhaltsstoffe ist Olivenöl, Kokosöl und pflanzlicher Alkohol, bla bla bla. Ihr könnt ja selbst schauen. Hier ist Lavendel schon drinnen. Man kann es für Hände, Gesicht und den ganzen Körper benutzen. Aber man kann es eben auch als Shampoo benutzen. Aus Pflanzenölen zu 100% aus kontrolliert biologischen Anbau. Und das ist die Seife, die wir heute benutzen. Als Schaumspender, ich werde euch den Link geben für diesen hier. Den gibt es auch in anderen Farben. Ich fand die grüne Farbe einfach schön. Und das Schöne an dem ist, das könnt ihr vielleicht nicht sehen, aber da ist eine Markierung, bis wohin man Seife reinfüllt und dann eine Markierung, bis wohin man das Wasser reinfüllt. Und das machen wir einfach mal die Seife rein, genau bis zur Markierung. Und dann kommt nämlich das Aufpimpen der Seife sozusagen. Je nachdem, was ihr für, also wofür ihr es benutzen wollt, könnt ihr verschiedene Pflanzen benutzen. Ich fange jetzt einfach mal an. Hier habe ich, das wird meine Duschseife, also für den Körper. Und dafür habe ich jetzt Ringelblumentee gemacht. Einfach 2 Teelöffel in 150 Milliliter oder 250 Milliliter Wasser übergießen lassen, 10 Minuten, ihr wisst schon, 10 Minuten stehen lassen. Und dann könnt ihr das Wasser benutzen. Oder wieso ich 150 oder 250 Milliliter gesagt habe, ist, weil ich so viele verschiedene Antworten gesehen habe oder einfach im Internet gibt es so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Ich würde sagen, geht nach eurem Gefühl, was für euch besser ist. Und ich habe hier eben Ringelblumentee gemacht. Das hat jetzt 10 Minuten gezogen. Das war das Wort ziehen lassen. 10 Minuten ziehen lassen. Und das wird hier einfach anstatt des normalen einfach Leitungswasser. So, anstatt des Leitungswassers einfach dieses Special-Wasser mit reingeben. Und Ringelblumen, das ist eben schön für die Haut, das ist entzündungshemmend, gut für Allergiker, sensible Haut, trockene Haut.
und einfach so ein Allrounder. Den Rest, wenn was übrig bleibt, könnt ihr es trinken, ist gut für Magen-Darm-Beschwerden. Und eigentlich war das dann auch schon alles. Einfach nur noch den Kopf drauf. Sollte man es drehen. Dieses Gerät darf man nicht auf den Kopf drehen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen aussieht. Aber deswegen machen wir das nur so ein bisschen. Und das Ding ist, ihr könnt es eben wirklich machen, wie ihr wollt. Zum Beispiel für die Haare könnt ihr Rosmarinwasser machen. Auch Rosmarinzweige mit Wasser aufkochen lassen, ziehen lassen. Und dann einfach reinfüllen. Rosmarin ist ja, wenn ihr das andere Video, vorherige Video angeschaut habt, wisst ihr ja bereits, dass es für Haarwachstum gut ist. Es bringt auch Glanz in die Haare. Ringelblumen könnt ihr auch als Shampoo nehmen, wenn ihr Blondinen seid. Das bringt extra einen schönen, goldenen, blonden Ton und macht die Haare, blonde Haare, noch schöner. Und als Handseife würde ich zum Beispiel etwas ganz, ich weiß nicht, etwas Exklusives machen und die Lavendelseife und dazu Rosenwasser benutzen. So, och, wir sind ganz schick. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt auch ein bisschen statt Wasser ein bisschen Aloe Vera Gel reingeben. Ich würde aber kein Öl reingeben, weil ich weiß nicht, ob es geht. Vielleicht versucht das jemand von euch, aber ich hätte Angst, dass es vielleicht irgendwie mein System da kaputt macht, dass es keinen Schaum mehr macht. Und deswegen lasse ich es eher so simpel. Öl kann man immer noch hinterher reingeben, in die Haare, auf die Haut oder sich eincremen. Und deswegen brauche ich es jetzt nicht unbedingt da drinnen. Ansonsten ist es wirklich eine schöne Sache, weil man es wirklich individualisieren kann. Man kann auch sagen, heute möchte ich vielleicht, weiß ich nicht, heute ich fühle mich, als hätte ich fettige Haut. Und dann möchte ich etwas haben gegen diese fettige Haut. Oder ich fühle mich sehr trocken, ich nehme eine andere Pflanze. Und so kann man es wirklich auf sich abstimmen und man hat immer was Schönes. Es riecht schön. Und mal sehen, ob es schon funktioniert. Da, Schaum. Und ihr spart dadurch auch Seife. Auch wenn ihr gute Seife kauft, die vielleicht teurer ist, ihr spart es, weil ihr eben so sehr verdünnt mit dem Wasser und daraus eben diesen Schaum macht. Und meine Tochter liebt das über alles. Sie möchte jeden Tag wahrscheinlich dreimal baden gehen, nur damit sie diesen Schaum nehmen kann. Oder Hände waschen, ist jetzt auch sehr, sehr beliebt, weil sie diesen Schaum liebt. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig und ihr habt die perfekte Seife. Ihr müsst nicht mehr rausgehen und suchen, ihr habt es einfach, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ätherische Öle würde ich jetzt auch nicht mit reingeben. Das braucht es nicht. Wenn ihr zum Beispiel hier eine Seife habt, wo Lavendel schon drin ist, habt ihr schon den Geruch. Also ihr habt schon einen schönen Geruch und der Tee gibt auch noch einen Geruch ab. Also ich würde es jetzt nicht überpimpen. Und auch die Lavendel in der Seife hier wirkt ja auch desinfizierend. Die Ringelblume ist auch entzündungshemmend und beides ist super für die Haut. Wie gesagt, ihr könnt Brennnessel auch für die Haare nehmen. Brennnessel, ich glaube Birke und Brennnessel, Birke, Rosmarin. Es gibt bestimmt noch viel mehr Sachen, die ihr nehmen könnt. Für die Haut könnt ihr auch. Ach, so viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich das ganze Rezept. Super einfach, super simpel und ihr bekommt wahren, puren Luxus. Und es ist wirklich simpel und einfach zu machen. Ihr könnt auch die Kräuter von draußen nehmen, ihr könnt die Rosenblüten aus dem Garten nehmen und einfach mit Wasser übergießen. Ihr könnt Frauenmantel holen, auch draußen einfach holen und oder Gänseblümchen oder Veilchen oder eben Birke. Ich weiß nicht, Lindenblüten, bin ich mir nicht ganz sicher gerade, ob man das auch für die Haut oder Haare benutzen kann. Aber Brennnessel, wirklich. Ich habe auch ein super Buch. Vielleicht stelle ich dazu auch einfach den Link rein, weil in diesem Buch stehen wirklich alle Pflanzen drin, also Heilkräuter drinnen. Es ist schön aufgebaut. Und damit ihr einfach einen Überblick habt über die verschiedenen Pflanzen, was ihr für Möglichkeiten habt, weil vielleicht seht ihr Unkraut draußen und wenn ihr dann in dieses Buch schaut, seht ihr, oh mein Gott, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Das ist eine Heilpflanze und man wusste es nicht. Zum Beispiel Frauenmantel. Ich
keine Ahnung, ich dachte nicht, dass es so toll ist. Es macht so viele tolle Sachen. Man kann daraus Schwangerschaftsöl machen gegen Dehnungsstreifen während der Periode, aber auch während der Wechseljahre und alles benutzen. Und es wächst einfach da draußen und ich habe diese Pflanze noch nie beachtet. Deswegen ein tolles Buch. Ich werde es mit verlinken auf dem Blog-Eintrag. Und das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier. Und wenn ihr bemerkt habt, wir haben einen neuen Tisch. Schön, oder? Das war Liebe auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Ich bin gerne für euch da. Ich kann vielleicht nicht jedes Mal sofort antworten, aber ich antworte eigentlich auf alle Mails bis jetzt. Bis dann. Bye, bye. Einfach Seife auch. Okay, nochmal.